Kopfspin hier. Hier wird nicht geschlafen. Entschuldigung, Herr Lehrer. Ich wollte das nicht. Braxy, was machst du? Hör auf damit. Wir haben Unterricht. Och nein, bitte kein Papierflieger, Braxy. Hör auf damit. Doch, nimm das hier. Was war das? Das war Lumi. Schleimi, du hast es doch gesehen, oder? Lumi, hör auf, ihr Papier durch die Gegend zu schmeißen. Lumi, hör auf damit. Ich schwöre, ich war das. Das ist von... Das habe ich jetzt gesehen. Das hast du in der Hand. Nachsitzen. Warum soll ich denn jetzt nachsitzen, wenn die das waren? Oh, Mann. So. Herr Lehrer, könnten Schleimi und ich vielleicht jetzt schon nach Hause gehen? Wir haben doch alles richtig gehabt. Ja, ihr könnt nach Hause gehen. Jungs. Schulschluss. Ihr seid voll gemein. Ich zahle euch das zurück. Oh, Leute. Ruhe jetzt hier. Ja, Entschuldigung, Herr Lehrer. Leute, ich werde Ihnen das zurückzahlen. Ihr wisst doch, mein Vater arbeitet in der Geheimindustrie. Ich werde die gleich mit meiner neuen Maschine kleinschrumpfen, in eine Glasflasche einsperren und dann werde ich... Herr Lehrer? Ja? Dürfte ich bitte mal auf Toilette? Okay, beeil dich. Mach ich. Oh, okay, Leute, ich erzähle euch jetzt meinen Plan. Oh, ich muss nur irgendwie auf Toilette, damit der Lehrer das nicht hört. Und zwar, Leute, werde ich den in eine kleine Glasflasche einsperren. Und dann werde ich die in mein eigenes Gefängnis einsperren. Und dann müssen die in meinem eigenen Gefängnis... Nicht so laut auf der Toilette. Oh, Entschuldigung. Dann werden die in meinem eigenen Gefängnis, beziehungsweise in meiner Glasflasche, 24 Stunden lang nachsitzen. Und die werden alles machen müssen, was ich denen sag. Wenn ihr darauf Lust habt, Leute, lasst unbedingt innerhalb der nächsten 30 Sekunden mal ein Like da. 3, 2, 1. Cool, Leute, das wird lustig. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann nach der Schule, wenn ich zu Hause bin. Oh, Leute, ich habe endlich meine Nachsitzstunde beendet. Ich bin jetzt gleich zu Hause. Da drüben ist mein Haus. Und dann werde ich gleich meine geheime Schrumpfmaschine rausholen und Braxy und Schleimi ganz klein schrumpfe. Oh, das wird so lustig. Lalilalalala. Das wird so lustig. Lalalala. Oh, ich hoffe, meine Eltern sind nicht zu Hause, Leute. Hallo, Mama, Papa? Sehr gut, die sind nicht zu Hause. Das heißt, ich kann jetzt die geheime Schrumpfmaschine klauen. Ich muss nur überlegen, wo hat mein Vater die versteckt? Er hat die doch irgendwo hier in einem Schrank gehabt. Vielleicht da? Oh nein, wo hat er die nur hingemacht? Irgendwo hier war die. Ich könnte schwören, er hat die hier irgendwo versteckt, Leute. Er hat die, glaube ich, irgendwo hier im Wohnzimmer gehabt. Vielleicht hier in diesem Schrank? Da ist es, Leute, die geheime Schrumpfmaschine. Und das Schrumpfgerät und eine Glasflasche. Oh, Leute, guckt euch dieses Riesengerät an. Damit werde ich Braxy und Schleimi gleich richtig klein schrumpfen. Und dann werde ich die nachsitzen lassen in meinem eigenen Gefängnis. Das wird so lustig. Oh, ich würde sagen, wir rufen ganz schnell Braxy an und fragen, ob der zu Hause ist. Oh, ich muss überlegen, wo habe ich mein Handy liegen gelassen? Ich glaube, das ist noch oben in meinem Schlafzimmer, Leute. Oh, irgendwo hier muss es sein. Ich glaube, in meinem Nachtschrank. Da ist mein iPhone, Leute. Ich muss jetzt unbedingt Braxy anrufen. Oh, ich hoffe, der geht ran, Leute. Oh, das wird richtig lustig. Ja, komm schon, Braxy, geh ran. Oh, Mann. Braxy. Hallo? Braxy, hallo. Hi, Lumi. Ihr seid ja schon zu Hause. Hast du gleich Lust, dass ich zum Spielen vorbeikomme? Ja, okay, komm, aber ich muss noch meinem Papa helfen. Ich bin gleich da, Braxy. Bis gleich. Bis gleich. Oh, perfekt. Das heißt, es kann beginnen, Leute. Jetzt muss ich nur irgendwie zu Braxy kommen. Ich habe da auch schon eine Idee, Leute. Und zwar, ich klaue einfach das Auto von meinem Vater. Die Frage ist... Oh, ich hoffe, der Autoschlüssel steckt noch. Sonst haben wir echt ein Problem, Leute. Denn schaut mal, ich werde jetzt das Auto von meinem Dad klauen. Aber... Oh nein. Oh, so wie es aussieht, steckt der Autoschlüssel nicht. Der ist doch immer hier irgendwo. Vielleicht hier in der Kiste. Da ist der Autoschlüssel. Perfekt, Leute. Oh,
Okay, Leute. Ich hoffe, der wird nicht sauer sein. Wir dürfen auf jeden Fall keine Schramme reinmachen. Und zack. Oh, Leute. Ich sitze im Auto. Okay, wir müssen jetzt zurückfahren. Das sieht gut aus. Oh, Leute, guckt euch das an. Ich habe das Auto geklaut. Jetzt müssen wir nur noch zu Braxy fahren. Oh, oh, grüne Ampel. Okay, wir dürfen abbiegen, Leute. Okay, jetzt nichts wie ab zu Braxy. Oh, der kann gleich sein blaues Wunder erleben, Leute. Oh, wir sind gleich da. Er wohnt direkt da vorne. Schaut mal. Okay, Leute, perfekt. So, ich park mal mein Auto hier. Zack. Hallo, Braxy. Hi, Lumi. Ich habe ihr gesagt, dass ich vorbeikomme. Wollen wir irgendwas Lustiges spielen, Braxy? Ich muss eigentlich noch meinem Papa helfen, aber, ja, lass spielen. Ich habe auch extra ein paar coole Spielsachen für dich mitgebracht, Braxy. Wenn du magst, lass doch zu dir reingehen, dann können wir was Lustiges spielen. Los, komm mit. Leute, wenn Braxy nur wüsste, was ihn gleich erwartet. Er wird gleich geschrumpft. Wow. Oh, aber ich muss sagen, Braxy, ihr habt ein schönes neues Haus. Das gefällt mir. Danke. Oh, du hast vergessen, die Tür zuzumachen, du Dusel. Tut mir leid, Braxy. Braxy, wie ich sehe, hast du nicht besonders viele Spielzeuge bei dir. Nee, wir sind doch hier eingezogen und guck mal aus dem Fenster, wie cool das ist. Das sieht ja wirklich cool aus, Leute. Jetzt ist es an der Zeit. Zeig doch mal jetzt dein Spielzeug. Ich habe einen Nintendo 3DS mitgebracht. Und weißt du, was ich auch mitgebracht habe, Braxy? Zeig. Das da. Wow, ich will das haben. Oh, weißt du, was das ist, Braxy? Das ist eine Schrumpfmaschine. Nimm das. Was ein süßer Braxy. Was hast du gemacht, Lumi? Braxy, du bist hier auf einmal ganz winzig, du kleine Maus. Putz, 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 putz. Oh, Master, du bist so groß, ich putze einfach auf mich. Oh, Leute, es hat funktioniert. Guckt euch diesen kleinen Baby-Braxy an. Ich hab dich geschrumpft, Braxy. Und du kommst jetzt hier schön in meine Glasflasche rein. Komm schon. Nein. Komm hier. Nimm das. Wie gefällt dir dein neues Zuhause, Braxy? Lass mich raus, Oh, Leute, es hat funktioniert. Go, Braxy. Oh, ich hoffe, dir gefällt dein neues Zuhause. Lass das. Oh, Mann, Leute, das ist so cool. Oh, wir müssen die Tür zumachen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt zu Schleimi. Denn Schleimi kommt auch gleich in die Flasche rein. Oh, ihr habt mich nachsitzen lassen, Braxy. Jetzt musst du auch mal fühlen, wie das ist, wenn man nachsitzen muss. Aber das war doch nur Spaß, du Dusel. Ja, das eben, was ich mache, ist doch auch nur Spaß. So, komm. Braxy, was hältst du davon, wenn ich hinten auf die Ladefläche draufpack? Nein. Oh Mann, das wird jetzt richtig huckelig auf der Fahrt. So, und los geht's. Oh, ich fahr da vorsichtig, Braxy. Oh, so, Leute, wir sind endlich da. Oh, zack. So, schaut euch das an. Das ist die alte Scheune von meinem Vater. Und da, Leute, habe ich schon etwas vorbereitet. Denn da werde ich euch jetzt einsperren. Oh, nein, lass das. Oh, Leute, schaut mal. Ihr denkt euch jetzt, was habe ich hier gebaut? Schaut mal, das sind Barrierblöcke. Schaut, die kann man nicht kaputt machen. Hier kann man nicht mehr raus. Und hier habe ich auch schon vorbereitet ein gelbes Bett für Braxy und ein grünes für Schleimi. Und hier habe ich eine Glasflasche in ganz groß, beziehungsweise einen großen Glasbehälter. Und da werde ich dich jetzt reinmachen, Schleimi und Braxy. Und wie gefällt euch euer neues Zuhause, ihr kleinen Ameisen? Es ist zu klein, lass uns raus. Oh Mann, Leute, die Schrumpfmaschine ist der absolute Wahnsinn. Oh, Leute, wenn ihr Ideen habt, was ich mit den beiden jetzt anstellen soll, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Wisst ihr was, ihr beiden? Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe ein bisschen Hunger. Braxy,
Weißt du, dass ich noch nichts gegessen habe und ich ganz großen Hunger habe? Oh, Lumi, du kannst mich nicht aufhören. Ich gebe dir einen Kick in den Bauch. Okay, dann geh wieder rein. Oh, du Blödmann. Hier, also, wenn ihr wollt, kann ich euch auch wieder groß machen. Ihr müsst nur, ich will 10 Diamanten von euch allen haben. Ja, aber natürlich, stimmt's, Slimy? Wir geben dir sogar 20. Na klar, aber... 20 Diamanten, Leute. Dann sofort her mit den Diamanten, kommt schon. Hast du Diamanten da? Oh, Leute. Wir können dir die Diamanten nur geben, wenn wir groß sind. Oh, Leute. Ja, weil die zu schwer sind. Ich werde mir jetzt die Diamanten schnappen, dann werde ich die groß machen und dann werde ich die hier in meiner großen Box einsperren. Okay, aber... Bitte, wir möchten in Ruhe schlafen. Okay, wenn ihr mir die Diamanten gebt, könnt ihr schlafen. Oh! Zack, meine Diamanten, macht's gut. Das soll knapp, wir hätten rausgehen können. Oh Mann, Leute, das ist eine richtige Diamantenfarm. Ich würde sagen, ich fahre jetzt nach Hause und leg mich aufs Ohr. Und wir lassen die jetzt erstmal schlafen, Leute. Oh, das war so ein cooler Tag. Aber wir haben noch ungefähr 12 Stunden übrig, also macht euch keine Sorgen. Oh Mann, Leute, schaut mal. Ich bin gerade im Auto mit meinem Papa. Wir fahren jetzt gleich zur Schule. Wir schreiben gleich einen Mathe-Test. Aber wir müssen vorher noch Braxy abholen. Der ist zu Hause. Ich hoffe, der wartet schon draußen. Oh Mann, ich bin richtig aufgeregt auf den Mathe-Test. Oh, Braxy, da bist du ja. Hi. Hallo, Lumi. Oh Mann, hast du gelernt für die Mathearbeit? Mathearbeit? Ja, du weißt doch, wir schreiben einen Mathe-Test. Oh Mann, nein, oh nein, sag nicht, du hast vergessen zu lernen. Oh Mann, ich habe vergessen, dass ich überhaupt zur Schule gehe. Oh, egal, das wird schon. Komm, steig ein, mein Dad fährt uns zur Schule. Oh Mann, bist du angeschnallt, Braxy? Ja. Okay, dann ab zur Schule. Oh Mann, ich bin schon richtig aufgeregt auf die Mathearbeit, aber wir schaffen das schon. Mach doch das Radio an. Ja, warte. Oh Mann. Wow. Oh nein, wir sind schon da. Oh, danke fürs Fahren, Papa. Bis später. Oh, schau mal. Schleimi ist auch schon da. Hanna wartet auch schon oben. Oh Mann, meinst du, unsere Freunde haben gelernt für die Mathearbeit? Ich will da nicht rein. Lumi, ist mir doch egal, ob die gelernt haben. Oh, die machen schon Musik im Musikraum. Komm schon, Braxy, lass uns keine Zeit verlieren. Wir beeilen uns. Oh Mann, wir schaffen das Lumi. Schon. Braxy, mach dir keine Gedanken. Ja, Hanna an, die hat bestimmt wieder gelernt, die Streberin. Meinst du, wir werden besser als sie abschneiden? Ja, du weißt doch, Braxy, Jungs sind immer besser an Mathe als Mädchen. Das schaffen wir schon. Leute, kommt schnell, die Mathearbeit beginnt gleich. Los! Ja, wir beeilen uns doch schon. Oh Mann. Oh weia, ich hoffe, wir kriegen das hin. Sag mal, Hanna, hast du gelernt für die Arbeit? Natürlich habe ich gelernt, wir hatten doch voll lang Zeit. Natürlich habe ich gelernt, wir hatten doch voll lang Zeit. Mann, Braxy! Du lernst immer, hör doch mal auf zu lernen. Ich bin halt ein guter Schüler. Aber Jungs sind sowieso besser als Mädchen in Mathe. Genau, Jungs sind besser. Doch, wir sind besser, Blödi. Ich bin besser, weil ich für die Schule wenigstens lerne. Wenn du meinst... Ruhe jetzt! Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Habt ihr alle gelernt für die Arbeit? Nein. Nein! Ich schon. Ich lerne immer für Arbeiten. Ja. Leute. Und am Ende schreibt wieder Hanna die bessere Note, ihr Dusselköpfe. Ich hoffe, ihr habt alle gelernt. Hanna, warum... Nein, Jungs sind besser. Wir sind besser. Genau. Wir sind die Besten. Oh. Ja, das sehen wir jetzt. Leute, was denkt ihr? Sind Jungs oder Mädchen besser an Mathe? Wenn Jungs besser sind, dann lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da. Und wenn ihr denkt, dass Mädchen besser an Mathe sind, dann abonniert jetzt. Mal schauen, wer besser ist. Okay, holt alle eure Bücher jetzt raus. Ich hab mein Buch dabei. Ihr schreibt jetzt nur die Ergebnisse auf, die ich euch jetzt nenne. Also, ich stelle euch die Matheaufgaben, die ihr hier auf der Tafel seht, und ihr schreibt das Ergebnis darauf, okay? In der Reihenfolge, Lumi. Warum denn? Hä? Hanna schreibt auch immer voll schief. Warum denn immer ich? Nee, Hanna schreibt gerade. Prinzessinnen gerade.
Bei mir sieht's halt schöner aus, weil ich auch schöne Linien drunter mache. Ja, hör auf, reicht jetzt, Hannah. Lass uns anfangen. Okay, die erste Aufgabe lautet... 4 plus 3 minus 1. Oh, was? 4 plus 3 minus 1? 4 plus 3 minus 1, Leute? Oh Mann, was war das nochmal? Oh Mann, könnt ihr mir helfen? Bitte schreibt's in die Kommentare. 4 plus 3 waren, glaube ich, 8. Ich glaube, es ist 7, Leute. Okay. Das ist, denke ich, richtig. So, jetzt Stift weglegen, die nächste Aufgabe. Okay. 4 geteilt durch 2. Was? Leute? Hä? Ich kann nicht geteilt, Lumi. Ich kann auch nicht geteilt. Mann. Hättet ihr geübt, dann würdet ihr das jetzt können. Ich weiß, was 4 durch 2 ist. Ich weiß, was 4 durch 2 ist. Du Blödi. Odi, weißt du, was 4 durch 3 ist? Hier wird nicht gesprochen, während der Mathearbeit. Ich glaube, mein Puls steigt auf 180, Kenner. Hört auf damit. Entschuldigung, Herr Lehrer. Schleimi, setz dich hin. Ich wollte nicht abschreiben. 4 geteilt durch 2, los. Leute, 6. Was ist denn 4 geteilt durch 2? Lumi. Ja, was ist, Odi? Lumi. Ja. 2. Es ist 2. Oh, danke, nein, Odi. Es ist 3, Lumi. Oh, was nein. denn jetzt? Ich nehme einfach 3, Leute. Wird schon richtig sein. Okay. So, die nächste Aufgabe. Das ist eher eine Aufgabe für Jungs. Das heißt, Jungs, enttäuscht mich nicht. Jungs-Aufgabe. Siehst du? Jungs-Aufgabe. Ihr habt's gehört, Leute. Okay. Das müssen wir jetzt hinkriegen. Das Komm ist unsere Frage. Das ist unsere Aufgabe. Komm schon. Also, passt alle gut auf. 4. Hier. Plus 4. Plus 3. Minus 4. Oh Mann, das ist schwer. Jungsaufgabe, überleg, Lumi. 4 plus 4, 9 plus 3, 13. Ich glaube, es ist 6, Leute. Mann. Es ist 26, du Dummkopf. Oh, Entschuldigung. Okay, wird schon richtig sein. Okay. Fertig. Ich bin auch fertig. Fertig. Ich auch. Okay, warte doch mal, Mensch. Anna, bist du fertig? Ich brauch noch ein bisschen. Siehst du, Mädchen brauchen viel länger. Haha, Jungs sind viel besser in Mathe. Hier, Jungs, hört auf damit. Eine Schnecke. So, während ich jetzt eure Arbeiten korrigiere, könnt ihr ein bisschen rausgehen, denn ich gehe gleich mal ganz kurz ins Lehrerzimmer. Okay. Haha, Anna, du kannst hier die Arbeit weiterschreiben. Wir sind zuerst draußen. Haha. Boah, der haben wir es gezeigt, Lumi. Ja. Jungs, ich wusste gar nichts. Wusstet irgendwas? Ja, doch. Ich wusste alles. Wir werden bestimmt besser abschneiden als Hannah. Ich sag doch, Jungs sind besser in Mathe als Mädchen. Ist so. Guck, da kommt die Baby. Du bist viel zu spät. Wir sind zuerst unten. Aber Lumi? Dafür habe ich alles richtig beantwortet. Ja. Und du? Ja, ich habe auch alles richtig. Ich habe sogar die Lumi, darf sie so mit dir reden? Ja, lass sie. Sie weiß doch selber, dass sie alles falsch hat. Ich meine, Hannah, ihr seid vielleicht gut in Kunst und könnt gut malen. Aber Mathe, das ist was für Jungs. Stimmt's, Odi? Das ist richtig. Wir sind einfach die Besten. Und Hannah, du bist langsam wie eine Schnecke. Genau so ist es. Also, solange der Lehrer jetzt die Arbeit kontrolliert, spiele ich Fange. Brexy, du bist. Du hast mich doch noch gar nicht gefangen, Mann. Trotzdem bist Odi, bleib stehen. Nein, lass mich. Oh, es hat geklingelt, Leute. Vielleicht sollten wir jetzt schnell ins Zimmer gehen. Ich bin schon gespannt, was für eine Note ich habe, Brexy. Komm schnell. Mann. Wir haben bestimmt eine gute Note. Oh Mann. Ich bin gespannt. Also, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Was wollt ihr zuerst hören? Zuerst die gute natürlich, stimmt's? Ja, ja die gute. Also, ihr wollt also zuerst die gute Nachricht? Ja, natürlich zuerst die gute Nachricht. Okay, das heißt, es gab auf jeden Fall einen Gewinner hier in der Klasse. Und ich kann euch sagen, dass der Abstand zwischen den Jungen hier in der Klasse und den Mädchen sehr, sehr groß ist. Weil wir besser sind. Weil wir besser sind, ja. Und zwar haben die Jungen alle eine 5 geschrieben. Was? Warte, eine 5? Warte mal, das kann gar nicht sein. Was? Was hat Hannah denn dann? Hannah hat als einziges eine 1 geschrieben. Was? Eine 1? Du hast geschummelt, Hannah. Geschummelt. Nee,
Herr Lehrer, das, sie hat bestimmt geschummelt. Das lasse ich mir nicht gefallen. Was ein doofer Unterricht. Nein, das ist unfair. Das kann gar nicht sein, dass das Mädchen besser war in Mathe. Jungs sind eigentlich die Besten. Lumi, lass uns Hanna einsperren. Komm schnell. Oh, ja. Du kommst hier nicht mehr raus. Oh, lass die Tür zu halten. Komm schon. Ihr seid so dumm. Die Tür geht nach innen auf. Blöd, Mann. Oh, Mann. Voll langweilig, Spielverderber. Ihr seid so schlecht in Mathe. Die Mädchen sind einfach besser. Ich werde richtig sauer, Lumi. Ich glaub's nicht. Oh, aber, Leute, du warst zwar in der Schule besser, aber heute Nachmittag ist das Fußballturnier und das werden wir gewinnen, Leute. Stimmt, heute Nachmittag ist doch das Fußballturnier. Da sind Jungs viel besser drin. Wir werden dich schon besiegen, Hanna. Das werden wir noch sehen. Ich hab bis da später. Ich hab da gar keine Zeit, Lumi. Du musst kommen. Wir müssen doch den Mädchen zeigen, dass die Jungs besser sind, Schleimi. Ja, okay. Okay, ich komm auch. Okay, dann lasst uns jetzt üben gehen. Wir müssen das auf jeden Fall gewinnen. Ihr wisst doch, Jungs sind die Besten. Oh Mann, Leute, was denkt ihr, werden wir es gewinnen? Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir müssen das schaffen. Okay, los, los, los. Oh Mann, komm schon, Jungs. Wir müssen abspielen. Hier, nimm. Jetzt pass, Braxy. Pass. Ja, spiel rüber. Ich mach das Tor. Warte. Und. Oh ja, nein. Tor. Jungs, guck mal, wer da ist. Oh nein, jetzt ist Oh die nein, du kommst hier nicht rein. Aber wir Mädchen sind viel besser als du im Fußball. Ja, das Turnier beginnt jetzt gleich. Du wirst schon sehen. Wir werden das gewinnen. Stimmt's, Jungs? Na klar. Okay, schneid dich gut an, Hanna. Ich werde dich platt machen. Du hast gar keine Chance, Lumi. Gar keine. Das werden wir sehen. Hanna, bist du bereit? Ich werde dich platt machen. Du hast keine Chance. Mädchen sind die Besten. Oh, ich weiß ja nicht. Los geht's. Los, Lumi. Los, Lumi. 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 Mach sie fertig, Lumi. Lumi. Okay. Seid ihr bereit? Ja, es kann losgehen. Und 3, 2, 1, los. Oh, komm her. Oh nein, gib Lumi, den Ball her. Lumi, ich mach das schon. Ja. Komm schon, ja. Los. Ja. Tor für uns. Jungs, ich sag doch, ich mach das für uns. Jungs sind die Besten. Sehr gut, Lumi. Du hast das gut gemacht, Lumi. Okay. Du hast ein Tor, du hast doch gar nicht gewonnen. Okay, du wirst schon sehen. Die nächste Runde werde ich wieder gewinnen. Seid ihr bereit? Ja! 3, 2, 1, los! Komm. Oh, nein. Nein, Lumi, Hanna, warte. Nein, Lumi. Gib den Ball her. Gib den. Mann. Mann, das war ein blödes Tor, das war nicht mal cool. Dräng dich mal jetzt an ein bisschen. Ja, ich mach das schon, Jungs. Macht euch mal nicht so Gedanken. Ich bin ein Junge, ihr wisst doch, ich mach das. Ich beiß jetzt nochmal mein Sandwich rein. Das gibt mir extra Kraft. Okay. Seid ihr bereit für die dritte und letzte Runde? Was? Entscheidungsrunde? Jungs, feuert mich an, kommt schon. Na klar. Das ist 3, 2, 1, los! Oh, jetzt! Lumi, nein! Komm her! Oh Mann, ich glaub's nicht, Jungs. Sie hat gewonnen. Du hättest mich spielen lassen sollen. Lumi, du bist so ein Dummkopf. Ihr wisst, hast so schlecht gespielt von dir. Oh Mann. Lumi? Ja? Ich muss dir was sagen. Was denn? Mädchen sind die Besten. Mädchen sind die Besten. Oh ja, freu dich jetzt nicht nur, weil du einmal gewonnen hast. Komm, wir gehen nach Hause. Ja, dann halt zweimal. Ja, Jungs, was sollen wir machen? Sie hat den Mathe-Test gewonnen. Sie hat Fußball auch noch gewonnen. Hä? Wir können doch nicht zulassen, dass wir verlieren. Jungs sind besser als Mädchen. Was machen wir jetzt? Ich hab eine Idee. Was hast du vor, Braxy? Jungs können besser Auto fahren als Mädchen. Das stimmt. Das heißt, wir machen ein Autorennen. Ein Autorennen. Okay, das ist unsere einzige Chance. Okay. Ich glaube, wir machen sie platt. Wann veranstalten wir das Rennen? In 3 Stunden. 3
3 Stunden schon? Ja. Also ja. Heute noch, okay. Odi und ich gehen jetzt Fortnite spielen. Ja. Ja, aber bereitet euch drauf vor. Übt schon mal das Fahren. Wir müssen das gewinnen, Jungs. Kommt schon. Okay, los. Okay, dann ich gehe jetzt auch nach Hause. Bis später, Jungs. Bis später. Bis später. Oh Mann, Leute. Vielleicht sind Mädchen ja doch nicht so schlecht. Mann, ich hätte das in Fußball echt gewinnen müssen. Aber ich konnte auch nicht ernst spielen, weil ich mag Hanna ja eigentlich. Deswegen wollte ich ihr auch eine Chance lassen, Leute. Aber ich verspreche, im Rennen werde ich gewinnen. Ihr müsst mir nur alle ganz doll die Daumen drücken. Könnt ihr vielleicht innerhalb der nächsten 3 Sekunden, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, den Kanal abonnieren? Das gibt mir ganz viel Kraft. Ich werde das gewinnen. 3, 2, 1. Okay, Leute, wir schaffen das. Oh Mann, okay, Leute, es ist an der Zeit. Das Rennen beginnt gleich. Braxy, habt ihr geübt? Ich brauche nicht üben, ich bin ein Junge. Ja, ich glaube, Autofahren ist wirklich Jungsding. Hanna, du wirst schon sehen, du wirst keine Chance haben. Jungs, ihr werdet schon wieder verlieren, wie gerade beim Fußball. Oh nein. Oh, schaut mal, Jungs, wie cool. Unsere Autos stehen alle schon. Guck mal, sogar in unserer Farbe, das sind kleine Go-Karts. Aber wow. Warte, warum darf Hanna als erstes vorne stehen? Ladies first. Oh Mann. Das stimmt. Ja, okay. Dann alle auf Position. Komm schon. Oh Mann, Leute. Ein richtiges Rennen. Bitte, ihr müsst mir jetzt alle ganz doll die Daumen drücken. Okay, das Rennen, die Ziellinie ist, glaube ich, irgendwo ganz hinten. Seid ihr alle bereit? Ja. Ja. Okay, jetzt müssen wir nur darauf warten, bis das Rennen beginnt. Oh, mach Platz. Oh, es geht los. Okay. Oh Mann, komm schon. Ja, ja. Oh, meins ist das Schnellste. Wow. Oh nein, Kurve, ich mag. Oh, oh, aua. Oh nein, 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 nein. Braxy, wartet. Ich kann nicht warten, ich muss losmachen. Oh nein, Leute, wir können nicht zulassen, dass Hanna das schon wieder gewinnt. Oh Mann, Autofahren ist Jungssache. Komm schon, überholt sie. Komm schon, Schleimi. Du musst als Erster ins Ziel. Ja. Gewonnen. Oh, Schleimi, du warst doch ganz knapp vor ihr, oder? Ich war Erster. Oh Mann. Das habe ich gesehen. Oh, Hanna, ich glaube, die Runde geht wohl leider an die Jungs. Schleimi war nämlich vor dir im Ziel. Aber ich war trotzdem besser als 3 von euch. Aber trotzdem, wir kämpfen gegen die Jungs und Jungs sind besser als Mädchen. Ich war Erster. Schleimi war zuerst im Ziel und er ist ein Junge. Das heißt, das Go-Kart-Rennen haben die Jungs gewonnen. Hä? Was sagst du dazu, hä? Es steht trotzdem 2-1. Rückrunde, wir zeigen's ihr. Komm, wir fahren nochmal zurück. Und wenn jetzt wieder ein Junge im Ziel ist, dann haben die Jungs das gewonnen, okay, Hanna? Okay. Wir fahren jetzt die gleiche Strecke nochmal zurück. Ich verspreche dir, wir werden das gewinnen, Hanna. Bestimmt nicht. Okay, und wir müssen nur darauf warten, bis es losgeht. Und es geht los! Wow! Oh, Leute, ich habe perfekt geschalten. Habt ihr gesehen, wie schnell ich war? Ich bin der Erste. Okay, diesmal gewinnen wir das. Pass ganz genau auf. Diesmal die Kurven perfekt. Sehr gut. Ich mache das gut, Leute. Schau mal, wie weit vorne ich bin. Das gewinnen wir richtig easy. Oh nein, mein Auto. Oh nein. Nein. Bitte, Braxy. Braxy! Ich schaff das! Oh nein! Niemals! Oh, wer ist zuerst im Ziel? Ja! Braxy. Ich war Erster! Mann, ich hatte schon wieder eine Panne. Sag mal, irgendwas stimmt mit meinem Auto nicht. Sag mal, es kann aber nicht zufälligerweise sein, dass bei mir irgendwas manipuliert wurde, hä? Hey, ich würde niemals schummeln! Aber das Auto... Ich hab gewonnen, ist doch egal. Hast du gar nicht. Doch, ich hab's in meinen eigenen Augen gesehen, Braxy war eher im Ziel. Ich war vor ihm im Ziel. Okay, wenn du so stark bist wie Jungs, kannst du das hier... Das ist unfair. Wow. Wie stark. Ich will auch, warte. Ha, ich kann's auch. Okay, komm, mach mir das mal nach, Hanna. Komm schon, heb mal dein Auto hoch, komm. Ihr seid einfach schlechte Verlierer. Ich gehe jetzt nach Hause und feiere meinen Sieg. Versucht er das Auto hochzuheben, hä? Hä? Traust dich nicht? Okay, Jungs, ich bin stolz auf uns. Das haben wir gut gemacht. Ja! Aber trotzdem, irgendwas stimmt mit meinem Auto nicht. Es hat die ganze Zeit nach rechts gezogen.
Oh Mann, meint ihr Leute, Hannah hat das wirklich manipuliert? Wenn ihr das denkt, dann schreibt's in die Kommentare. Aber, Mann, Jungs, trotzdem, sie hat immer noch einen Punkt mehr. Wir müssen irgendwas unternehmen. Habt ihr noch eine Idee, wie wir sie schlagen können? Naja, in der Schule ist doch morgen dieses Malwettbewerbsding, wo man mitmachen kann, wenn man sich einträgt. Malen? Ah. Aber Jungs, malen ist halt wirklich nicht für Jungs gemacht. Ich glaube, Mädchen sind da viel besser dran als wir. Odi kann richtig gut zeichnen, meint. Ich habe schon mal 3 Drachen gemalt und die sahen aus wie echte Drachen. Oh, ich weiß ja nicht. Wollen wir uns das wirklich... Meinst du etwa so einen Drachen? Braxy, setz das Kostüm ab. Das ist nicht lustig. Wir sollten uns lieber Gedanken machen, wie wir das gewinnen. Ich meine... Oh Mann, wir haben... Dummi, mal nach Zahlen ist doch voll einfach. Das ist kein Mal nach Zahlen. Wir müssen richtig malen, Braxy. Wir müssen das machen, weil sonst verlieren wir das Battle zwischen Jungs und Mädchen, Leute. Wir treffen uns morgen alle um 7:30 in der Schule und dann gewinnen wir den Malwettbewerb, okay? Ja, okay. Bis morgen, Jungs. Oh Mann, Leute, ich bin richtig gespannt auf den Malwettbewerb. Aber wisst ihr überhaupt, wo wir hin müssen? Nein, in die Schule einfach, dann finden wir es schon. Mann, wir sind jetzt in der Schule, wo müssen wir denn? Ich glaube, ich weiß wohin. Malwettbewerb, da lang. Oh Mann, wir werden das Oh, hallo, Herr Lehrer. Hallo. Sind wir hier richtig für den Malwettbewerb? Ja, das seid ihr. Nehmt euch mal alle aus der Kiste eure Pinsel, bitte. Hier in der Kiste? Ja. Hier sind, ich will auch eins. Palette und ein, ein Blatt Papier. Und wie lang haben wir Zeit dafür, Herr Lehrer? 5 Minuten. 5 Minuten? Okay. Ich nehm die Wand hier. Die sieht gut aus. Jungs, wir müssen besser malen als Hannah. Strengt euch an, okay? Na klar. Anna, weißt du schon, was du vorhast zu malen? Ja, ich mal voll das schöne Bild, aber ich werde es dir nicht sagen. Oh. Du musst es am Ende erraten. Okay. Herr Lehrer, sagen Sie, wann es losgeht? Ja, auf die Stifte. Fertig. Oh. Los. Oh. Möge der bessere Maler malen. Okay. Oh, Leute, was male ich denn am besten? Ich glaube, ich mal ein Auto. Ein Auto. Ein Auto hat schwarze Reifen. Oh, da. Oh Mann, Leute, ich bin nicht so gut im Malen. Aber warte, dann hier vielleicht so. Dann da oben, da sitzt man dann drin. Jungs, was malt ihr? Ich mal einen Sonnenuntergang. Ein Sonnenuntergang. Okay, das ist eine gute Idee. Ich mache hier oben noch eine Sonne hin, Leute. Und die Sonne, die strahlt dann so. Jetzt braucht man hier vielleicht noch ein Fenster. So. Oh Mann, Braxy, ich meine Auto, aber ich weiß nicht, wie ich das malen soll. Wir müssen die Sonne am besten noch ausmalen, Leute. So. Ja. Und das Auto malen wir auch noch aus. Oh nein, jetzt habe ich es gelb gemacht. Das muss doch blau sein, das Auto. So. Zack. 3 Minuten noch. Oh, noch 3 Minuten? Oh Mann, Leute. Oh, warte, ich brauche einen kleineren Pinsel. So. Dann da. Hier oben alles schön blau machen. So. Oh Mann. Hannah, wie weit bist du? Ich bin schon voll weit. Ich bin auch sie gleich... Sie lügt. Warte. Leute, wir brauchen noch ein Licht. Ein Licht. Braucht das Auto noch da vorne. So. Dann noch ein Auspuff. Da. Und das Auto... Oh nein, wir machen eine Straße. Das Auto fährt so auf einer Straße, Leute. Wartet. Das heißt... Wir machen da jetzt hier so eine Straße hin. So. Oh, man erkennt das eigentlich voll gut. Oh Mann, Leute, ich muss das gewinnen. Hannah darf das nicht gewinnen. Okay, ich glaube, das ist meine Straße mit meinem Auto. Im Hintergrund machen wir noch einen schönen Baum hin. Der wächst hier oben so. Zack. Und dann wächst hier so eine Baumkrone. Oh, das sieht schön aus. Oh, Odi, was meinst du eigentlich? Ich mal den Enderdrachen. Den Enderdrachen? Okay. Ja. Ich hoffe, er sieht gut aus. Ich glaube, Leute, mein Bild sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht brauchen wir jetzt noch ein Himmel. Ah, stimmt, ein Himmel. Das wäre eine gute Idee, Leute. Ich mache jetzt noch einen schönen Himmel im Hintergrund. Oder so ein paar Wolken. Fertig! Okay. Ich bin auch fertig. Von Lumi. Zack. Okay. So, Kinder, die Zeit ist um. Oh,
Die Zeit ist um, Herr Lehrer. Ich bin fertig, Braxy. Oh Mann, ich glaube, mein Bild wird dir echt gefallen. Oh, ich sehe schon. Okay, Herr Lehrer, wir sind fertig. Was ist mit Hannah? Bist du auch fertig? Natürlich bin ich fertig. Okay. So, dann macht es mal bitte alle an die Tafel ran. Hier an die Tafel wartet und zack. Oh Mann, mein Bild sieht... Hannah hat nur ein langweiliges Herz gemalt. Ich glaube, mein sieht wie langweilig. Viel schöner aus. Schleimi hat Berge gemalt. Und wow. Braxy, was ist das? Sonnenuntergang? Das ist doch McDonald's, oder? Nein, das sind Möwen, die vorbeifliegen. Vögel. Die hat einen Enderdrachen gemalt. Okay. Der sieht aus wie ein Rabe. Stimmt gar nicht. Hä? Guck dir mal unsere Bilder an. Und jetzt deins. Du hast nur ein langweiliges Herz. Das ist voll langweilig. Ich frag Herr Lehrer. Sag mal, Herr Lehrer, was finden Sie denn am schönsten, hä? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich Hannas Bild wirklich schön finde. Aber... Ihr Jungs habt echt euch wirklich Mühe gegeben. Damit würde ich sagen, hat das Malwettbewerb... die Jungen haben es gewonnen. Ja. Oh, das müssen wir feiern. Wir haben es gewonnen, Hannah. Ja, das heißt, aber wartet mal. Jungs, es steht doch jetzt unentschieden. Hannah hat auch zweimal gewonnen. Und wir auch zweimal. Der Film ist voll langweilig. Ich mach den aus. Aber warum denn jetzt aus? Also, so schlimm war er auch nicht. Aber ich glaube, selbst Hannah fand ihn langweilig. Habe ich recht, Hannah? Richtig langweilig. Können wir was anderes machen? Was anderes? Braxy, was schlägst du vor? Ich meine, es ist stockdunkel. Vielleicht sollten wir einfach nach Hause gehen. Nach Hause? Was bist du denn für eine Memme? Ich hab was richtig. Hast du das gehört? Es hat gedonkt. Oh, das war der 3-Uhr-Dong. Es ist schon 3 Uhr. 3 Uhr Mitternacht. Ihr wisst, was das für eine Zahl ist. Da passiert nichts Gutes. Ich gehe nach Hause. Wir sehen uns morgen, ja? Viel Spaß. Oh nein. Nein. Komm zurück. Braxy, es ist 3 Uhr. Um 3 Uhr passieren schlimme Dinge. Ich will das nicht austesten. Ich glaube, wir sollten jetzt alle lieber nach Hause gehen. Das ist doch nur ein Mythos, Lumi. Es wird nichts passieren. Außerdem habe ich was richtig Cooles. Nein, Braxy, ich bin raus. Ich mache mich auf den Weg nach Hause. Wir sehen uns morgen oder so. Bis später. Ich gehe in den Wald. Tschüss. Warte, Lumi. In den Wald? Braxy? Komm, Hannah. Wartet mal, stopp. Nein, Hannah, du kommst nicht mit. Bist du lebensmüde? Du kannst doch nicht um 3 Uhr nachts in den Wald gehen, Braxy. Wer hat dir in dein komisches Gehirn da oben Pipi reingemacht? Das geht nicht. Hey, blöd, Mann. Ich gehe jetzt in den Wald. Ich habe keine Angst, Hannah. Ich bin ein echter Mann und nicht so wie Lumi. Er ist ein Baby. Er hat Angst, in den Wald zu gehen um 3 Uhr nachts. Guck mal, wie seine Zähne klappern. Oh Mann, Leute, ich finde das voll doof von Braxy. Er nutzt das aus, nur weil er Hannah damit beeindrucken will. Aber das lasse ich nicht zu. Weißt du was? Ich habe auch keine Angst. Weißt du, ich komme mit in den Wald, weil wer hat schon Angst davor? Da wird sowieso nichts passieren. Also ich gehe jetzt in den Wald. Ihr könnt ja mitkommen. Oder ihr bleibt einfach hier, ihr Angsthasen. Dann zeig mal, was du drauf hast. Kommt ihr jetzt mit oder wie? Also wir wollten doch... Das war bestimmt ein Spaß. Also ihr wollt doch jetzt nicht... Doch, wir gehen jetzt in den Wald. Das hast du gesagt. Los! Genau! Aber seid ihr euch sicher? Ich meine... wartet auf mich! Hallo, stopp! Oh, Mann, ich dachte, ihr macht Spaß. Als wenn ihr jetzt wirklich in den... Oh Mann, die komischen Raben und so. Die sind schon am Rumgeiern. Ich glaube, die fressen uns gleich auf, wenn wir so weitermachen. Sollten wir nicht lieber einfach nach Hause gehen? Du bist ein richtiges Baby, Lumi. Weißt du das? Seit wann traust du dich überhaupt? Was ist los mit dir, Hannah? Eben hast du dir fast eingekackt beim Filmschauen und jetzt willst du auf einmal in den dunklen Wald gehen. Oh Mann, das ist richtig gruselig hier, Leute. Ja, Braxy. Deine eigene Freundin sagt, du hast Angst. du bist ja voll lustig, ja? Freu dich ruhig. Ich gehe jetzt tief in den Wald. Ihr könnt ja mitkommen, wenn ihr wollt. Aber, oh nein,
Leute, ich hoffe, wir finden danach wieder nach Hause. Wir sind einfach in einem dunklen Wald. Und da ist einfach um 3 Uhr. Da Gracie? War ein... Da hat jemand geschrien. Hör auf, das stimmt nicht. Das ist nicht lustig. Okay, wenn du mir nicht glaubst. Mann. Rexy will uns nur Angst machen. Ja, ich merk schon. Also wir sollten, glaube ich, einfach zu... Was ist das? Rexy, hier führt ein Weg lang. Den habe ich ja noch nie gesehen und ich bin hier oft mit Papa im Wald. Aber das bedeutet, dass hier schon jemand vor uns war. Das heißt, wir sollten jetzt wirklich umdrehen, weil das heißt, hier ist schon jemand langgelaufen. Wer sollte denn mitten in der Nacht hier langlaufen, Braxy? Ich habe keine Ahnung, aber willst du das nicht herausfinden? Ist doch voll cool, oder, Hannah? Ja, vielleicht finden wir sogar auch Rehe. Rehe, ja, das ist eine gute Idee. Dann lasst uns mal diesen... Oh Mann, Leute, ich hab richtig Schiss, Mann. Was ist, wenn hier gleich so ein Monster oder sowas kommt? Wartet mal, was ist das da oben? Seht ihr das auch? Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich umdrehen. Also das ist... Wir wissen nicht, was das ist. Wir gehen jetzt nach Hause, kommt schon. Aber wir müssen doch gucken, was Lumi das ist. Lumi ist ein Angsthase, Lumi ist ein Angsthase. Dann geht doch. Schaut euch das an. Das ist, was ist das überhaupt? Das führt irgendwo hin. Ich glaube jetzt... Hannah, geh nicht so nah ran. Haltet Abstand, sonst passiert noch was Schlimmes. Du solltest da jetzt lieber weggehen. Du weißt nicht, was da drin was sich da drin versteckt. Komm lieber her jetzt. Hier wird eh nichts passieren, Lumi. Du bist echt ein Feigling geworden. Hannah, jetzt hör auf damit. Lass uns jetzt nach Hause gehen. Das ist echt nicht lustig hier. Wir wissen nicht, wo das komische Loch hinführt. Ach Mann, Lumi, du bist ein richtiger Feigling, weißt du das? Vor allem, geh nicht so nah daran. Hannah, geh nicht so nah daran. Hilfe! Hannah! Braxy, hast du das gesehen? Oh Mann, komm weg. Wir müssen hier weg. Oh nein. Ich hab gesagt, man soll nicht um 3 Uhr nachts irgendwas Doofes anstellen. Jetzt ist Hannah da einfach weg im Loch. Oh Mann, ich kann's nicht glauben. Das war deine Idee. Du wolltest den Mutigen spielen. Ich wollte doch nur Spaß machen. Warum meine Idee? Das war doch deine Idee. Ja, aber du hättest doch nicht reingehen müssen, Lumi. Hey, ich bin doch nicht reingegangen. Ich bin reingegangen, weil ihr wolltet reingehen. Nein, aber, weil du uns was beweisen wolltest. Oh Mann, jetzt Leute, ist Hannah verschwunden wegen jetzt dir. Jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen Hannah helfen. Habt ihr eine Idee, bitte? Ihr müsst jetzt bitte alle innerhalb der nächsten 3 Sekunden. Vielleicht könnt ihr da alle abonnieren. Ich glaube, das könnte uns weiterhelfen. 3, 2, 1. Okay, danke schön, Leute. Braxy, komm her. Wir haben keine Wahl. Wir müssen da jetzt rein. Wir können Hannah nicht alleine lassen, ne? Oh Mann, aber du hast doch gesehen, wie sie reingezogen worden ist. Ich will da nicht rein. Doch, wir haben keine andere Wahl. Komm mit, Braxy. Oh Mann. Leute, das Loch, das ist so dunkel. Da geht's nach unten, Braxy. Wie kommen wir da doch gar nicht rein? Wir müssen da jetzt rein. Komm schon, Braxy, folg mir. Wir haben keine andere Wahl. Braxy, komm schon. Mach schon. Oh mein Gott. Braxy, komm schon. Hier geht's tief nach unten. Was zur Hölle hat sie da reingezogen? Ich habe keine Ahnung, das sah sehr, sehr gruselig aus. Komm schon, Schritt für Schritt, ganz langsam, Braxy. Okay. Wir sind gleich... Ach du heiliger Bimbam! Was ist das denn? Hier ist überall Lava! Lumi, die ist da reingefallen. Nicht da reingefallen. Braxy, hier ist ein komischer Parcours. Das heißt, jemand hat sie entführt. Ein Monster, was nur um 3 Uhr nachts kommt. Das ist alles deine Schuld. Du wolltest was? In den Wald gehen. Ein Monster? Ja, wer denn sonst? Lumi, also ich würde dann... Nein, du bleibst hier. Du hilfst mir jetzt. Wir müssen Hannah finden. Du machst jetzt mit. Hast du mich verstanden? Komm schon, ja, du siehst. Aber Lumi, ich habe Höhenangst. Aber wenn die Leute jetzt in den nächsten 3 Sekunden liken, dann werde ich das schaffen. Ihr habt's gehört. Ihr müsst uns jetzt helfen, Leute, bitte. Lasst ein Like da. 3, 2, 1... Oh, danke schön.
Okay, Braggs, jetzt hast du keine andere Wahl. Du musst springen. Komm schon. Und es hat funktioniert, Lumi. Okay, mach so weiter. Und Sprung. Und Sprung. Das sieht gut aus. Immer so weitermachen, nicht aufgeben. Und der nächste Sprung. Oh mein Gott, ich hab so Angst. Braggsy, was ist das eigentlich da unten? Das ist ein Skelett. Ah, ich will zurück. Nein, 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 bleib hier, Braggsy. Wir können jetzt nicht mehr zurück. Wir sind zu weit gekommen dafür. Oh, aber das könnte Hannah sein. Hör auf, sowas zu sagen. Wir müssen weiter, Braggsy. Wir müssen einen Leitersprung machen. Das ist einer der schwierigsten Sprünge. Oh Mann, wir sind richtig am Po. Warte, ich mach das jetzt. Aufgepasst. Ganz langsam. Und Sprung. Oh, ich hab's. Ich hab ihn geschafft, Braggsy. Jetzt bist du dran. Komm schon. Du musst Platz machen. Warte. Oh. Okay, Braggsy. Nun bist du an der Reihe. Komm schon, Braggsy. Jetzt mach schon. Spring endlich. Oh. Du hast es geschafft. Es hat funktioniert. Okay, Braggsy. Jetzt mach schon. Spring runter. Okay. Das war knapp. Wir müssen irgendwie hier weiter. Ich weiß nicht, wo der Parcours hinführt. Der führt irgendwo dahinter. Und Sprung. Braggsy, mach langsam. Kletter hier rüber. So. Okay. Schaffst du? Okay. Geh rüber. Ja. Braggsy, ich hab's geschafft. Oh, warte. Komm rüber, du schaffst das. Mach schon. Bist du sicher? Ja, spring einfach. Okay. Wir sind, wir sind jetzt, Braggsy ist, hier geht es nicht weiter. Ja, aber die Leiter führt doch hier hin, Lumi. Ja, aber du siehst doch, hier ist nichts. Hä? Hörst du das? Da kommen komische Geräusche. Aus dieser Wand? Aus der Wand, aber da ist nichts. Irgendwas, Braggsy! Eine unsichtbare Steintür. Hast du das gesehen? Was zur Hölle ist das? Oh nein, Lumi, ich will nicht zuerst einfach auf. Lumi! Wir müssen weiter irgendwie... oh Mann, das ist so gruselig. Wo zur Hölle habt ihr Hannah hingebracht? Da ist Lava und Wasser. Wir sollen uns anscheinend entscheiden, Braggsy. Was sollen wir nehmen? Ja, natürlich das Wasser. Wir springen doch nicht ins Lava rein. Nein, das ist doch Braggsy, das wäre doch zu einfach. Das würde keinen Sinn machen. Ich bin der Überzeugung, dass wir in die Lava reinspringen sollten. Hä? Aber Wasser ist doch... Hä? Das wäre zu einfach. Leute, was denkt ihr? Wasser oder Lava? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Wo sollen wir reinspringen? Ihr kriegt 3 Sekunden. 3, 2, 1... Okay, Braggsy, die Leute meinten, wir sollen in Lava reinspringen. Abmarsch! Okay, du siehst, Braggsy, alles hat funktioniert. Wir sind hier... jetzt... Aber hier ist doch nichts. Ich weiß nicht, Braggsy, hier ist nichts. Hier... warte, hörst du das? Es ist so ein kalter Zug. Ein Wind, aber warum? Wir sind doch hier unten. Das kommt irgendwie da aus diesem... Warte mal... Lass uns mal hören. Das kommt da aus diesem Stein, aber wie kann da... Braggsy, kann man da... Warte. Irgendwas muss hier sein, Braggsy. Aber irgendwas was denn? Hier ist nichts. Muss hier... Ich hab... Komm rein, Braggsy. Ich hab... Braggsy! Oh mein Gott! Braggsy! Helf mir! Warte, ich lenk ihn ab! Lenk ihn ab! Ich mach doch schon, lenk ihn ab, Braggsy! Beeil dich! Was ist das für ein Monster? Hier ist ein Schwert, ich hab es! Braggsy, ich helf dir, nimm das! Oh mein Gott, du Ekelhafter! Verschwinde! Wo hast du Hannah gelassen? Oh mein Gott! Braggsy, was... Um alles und der Welt war das. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Keine Ahnung. Ein blutiger Mann mit einem Hammer. Braggsy, entspann dich. Wir haben ihn der hat den Blut, Lumi. Der hat Hannah umgebracht. Nein. Hannah ist bestimmt noch irgendwo am Leben. Wir müssen nur herausfinden, wo. Was um der alles in der Welt versteckt sich hier? Irgendwas muss hier sein. Hier ist eine Sackgasse, Braggsy. Das gibt's nicht. Vielleicht die Bilder, aber da ist auch nichts. Hier vielleicht. Leute, ich habe keine Idee mehr. Wo soll Hannah nur sein? Dieses dumme 3 Uhr nachts. Das ist alles deine Schuld, Braggsy.
Du hättest da gar nicht reingehen müssen. Mann, mach die Tür lieber zu. Ich habe keine Lust, dass noch jemand hier reinkommt. Oh, warte. Oh, okay, wir müssen jetzt nach irgendetwas... Lumi? Ja? Du Dummkopf, du hast die Tür zugemacht. Wir kommen hier nie wieder raus, wenn wir keinen Ausweg finden. Nein. Oh, Lumi. Nein. Nein. Geh auf. Oh, du Dummkopf, Lumi. Nein, Rexy, wir finden einen Weg. Ich verspreche dir, dass wir ein... Irgendwas muss hier doch sein. Warte mal. Das ist die einzige... Nein, doch nicht. Schau, Rexy, vielleicht versteckt sich da oben irgendwas, weil... Vielleicht da? Da auch nicht. Vielleicht hier unten. Rexy, ich hab's. Da, schau mal, da war wieder eine unsichtbare, versteckte Falltür. Oh. Wir müssen da hoch. Folg mir schon, komm schon. Rexy, jetzt beeile dich. Komm nach oben, Mann. Ja. Wir müssen hier hoch. Komm schon, Rexy, beeile dich. Ich klemm fest. Ja, du musst die Tür zumachen. Jetzt, komm nach oben. Du hast es, perfekt. Wir sind... Was zur Hölle? Was ist das? Rexy, das sind irgendwelche Geister. Die haben Messer in der Hand. Ah, Lumi, was sollen wir machen? Beruhig dich, die sind eingesperrt. Die können uns nichts. Also hoffe ich zumindest... Nee. Rexy, was ist das hier? Hier sind drei Loren. Das sieht so aus, als sollten wir uns entscheiden zwischen diesen drei. Welche sollen wir wählen, Leute? 1, 2 oder 3? Ich weiß es doch nicht. Ihr müsst uns helfen, schreibt es in die Kommentare. Oh Mann, Braxy. Ich glaube, wir müssen uns aufteilen. Das ist der einzige Weg, um Hannah zu retten. Ich nehme rechts, Braxy. Nein, ich nehme rechts. Warum nimmst du denn rechts? Nimm du doch die Mitte. Wir machen es fair. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, okay? Okay, los. Schnick, Schnack, Schnuck. Ha, ich hab Schere. Und ich hab Stein. Ja, dann nehme ich halt die linke. Braxy, was auch immer passieren sollte. Wir bleiben immer Freunde, ja? Natürlich. Beste Freunde, los. Okay, Leute, es geht los. 3, 2, 1. Okay, Braxy, Power ist da. Bist du bereit? Okay. 3, 2, 1, los. Braxy, alles wird gut. Lumi. Warte, was? Nein. Warum ist eine Schiene? Nein. Braxy, hörst du mich? Braxy, sag was. Nein. Seine Schiene ist in ein Loch. Ich sehe nicht, was da unten ist. Ich höre ihn nicht mehr. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Was soll das denn, Leute? Oh, jetzt bin ich ganz alleine. Da ist eine Tür. Ich finde euch. Hannah, Braxy, macht euch keine Sorgen. Also, dann werde ich jetzt wahrscheinlich hier in die... Hilfe, bleib! Hör auf, lass mich in Ruhe! Was zur Hölle ist das? Geh weg! Ei, an eine Kettensäge! Lass mich in Ruhe, du Monster! Oh mein Gott! Leute, das war richtig knapp! Ich hab's besiegt. Der hatte einfach eine Kettensäge. Ich muss wieder nach oben. Ich rette euch. Warte, Hannah, Braxy, ich komme. Ich werde euch finden. Macht euch keine Gedanken. Komm schon. Aber hier geht's nicht weiter. Das Holz sieht schon wieder komisch aus als... Hannah! Lumi! Hilf mir! Da bist du ja. Wer hat dich hier reingesteckt? Sag schon, wer war es? Das war irgend so eine komische Gestalt. Bitte hilf mir. Du musst hier sofort raus, aber... Hannah, ich weiß doch gar nicht, wie ich dich hier rausbekommen soll. Die Tür geht nicht auf. Irgendwas muss hier doch sein. Da, vielleicht hier ist eine Spitzhacke. Hannah, halt still. Ich hol dich hier raus. Komm schon. Komm raus da. Danke, Lumi. Aber wo ist Braxy? Braxy, der ist weg. Er ist... Da runter. Helf mir beim Glas abbauen. Warte, ich hab doch jetzt die Spitzhacke. Er ist irgendwie da runtergefahren. Da ist Lava! Braxy!
Braxi, lebst du noch? Bitte sag was! Hilfe! Hier unten! Hast du das auch gehört, Hannah? Das war Braxi! Ihm geht's gut! Aber da ist Lava! Das kann nicht sein! Das ist eine Falle, Hannah! Oh nein, aber wir müssen gucken! Für Braxi! Wir können da nicht runter, das ist Lava! Wir müssen... Ihr müsst reinspringen! Was? Eierkuchen? Springen! Was? Sprengen? Was sollen wir denn sprengen, Hannah? Ich glaube, er meint, dass wir da runter sollen. Aber dann sterben wir. Das ist Lava. Ich tue es für Braxi. Na, na, na! Hannah? Lumi! Was ist denn? Wo bist du? Komm runter! Aber was... Oh, ihr seid gekommen. Ihr habt mich nicht zurückgelassen. Warte mal. Was? Warte mal. Braxi, da bist du ja. Oh, Lumi und Hannah, hast du sie doch gefunden? Ja, sie war eingesperrt. Was zur Hölle geht hier vor sich? Und wer hat dich hier reingebracht? Das war so ein komischer Mann. Ich habe ihn auch nicht erkannt. Ich hol dich hier raus. Stillhalten, Braxi. Oh, okay, aber wie... Warte, wie kommen wir jetzt zurück? Es muss einen Ausgang geben. Aua! Hannah, komm runter! Keine Idee. Oh, aua! Ich habe nur noch ein Herz. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht, Lumi. Ist das hier. Vielleicht ist hier eine unsichtbare Tür wieder, Lumi. Guck nach! Alles nachschauen, komm schon. Ihr müsst jede Wand absuchen. Wir müssen irgendwie ein Weg hier rausfinden. Was schlagt ihr vor? Du hast so eine Spitzhacke, mach doch irgendwo ein Loch rein. Braxi, das ist massives Stein, ich komm da nicht durch. Aber warte, ist das Lava? Warum ist hier Lava in deinem Zimmer, Braxi? Weiß ich nicht. Das muss ein Zeichen sein. Vielleicht kann... Lumi, das Ding hat Lumi eingesaugt. Nein, ich lebe. Da ist eine Lore. Ihr müsst da rein. Vertraut mir. Drückt da drauf. Oh, Braxi, ja, Hannah, du musst auch, trau dich, bitte. Okay, ich wusste es, jetzt müssen wir nur noch einen Knopf. Warte, Braxi, was kommt da raus? Hast du was bekommen? Netherite-Leiter. Ein Feuerzeug, wir sollen das Portal anzünden, das ist der Weg hier raus. Oh, zünde du es an. Warte, okay, seid ihr alle bereit? Ja! 3, 2, 1 und... Das saugt uns an! Okay, Dino, bist du bereit? Nein, ich bin da, ich bin bereit. Oh. Aber warte, Lumi, ich glaube, ich bleib vor der Tür und warte und gucke, ob sie dann wiederkommt und sag dir dann sofort Bescheid. Nein, du kannst mich jetzt nicht hängen lassen, Dino. Lumi, ich möchte da nicht runter. Ich bleib hier und schmiere. Du weißt schon, diese Schmiere. Oh Mann, Leute, er will Wache halten, er traut sich nicht. Ja, okay, wie du meinst, Dino. Sie ist da. Sie ist in ein anderes Zimmer gegangen. Dino, wir sehen uns gleich wieder, ja? Lumi, pass auf dich auf. Mach ich, Dino. Okay, Leute, jetzt oder nie. Sie muss hier irgendetwas versteckt haben. Wartet, ich muss nochmal ganz genau hinhören. Irgendwo von hier unten. Hilfe! Ich höre das schon wieder. Hört ihr das nicht? Da schreit jemand um Hilfe. Ich schwöre, ich könnte es hören, Leute. Oh Mann, irgendwo... Da oben ist eine Kamera. Sie hat auch Kameras. Oh nein. Hier muss irgendwo was versteckt sein. Das kommt irgendwo von hier. Hilfe. Oh nein, wir müssen uns beeilen. Das kommt von... irgendwo von... Warte mal. Sie hat unsichtbare Blöcke benutzt. Wartet mal. Hier... Ich wusste es. Sie hat ein Geheimnis. Sie hat einen geheimen Keller hier unten. Ich fass es nicht. Hilfe. Hört ihr das? Das Schreien wird immer lauter. Hier ist jemand. Was zur Hölle geht hier vor sich? Was ist das? Eine geheime Tür. Hallo? Hallo? Oh, Kleiner, bitte helf mir, bitte. Warte mal, stopp. Wer sind Sie und was zur Hölle machen Sie hier unten?
Ihr wurdet gefangen, ich bin gefangen, bitte. Leute, das kann nicht sein. Hat Hanna etwa einen Gefangenen in ihrem Keller? Warte. Bitte helfen Sie mir, bitte. Wer hat sich hier reingesteckt? Ein verrückte Mädchen, Mädchen. Ein Mädchen? Doch nicht etwa Hanna? Oh nein, Leute, das gibt's doch nicht. Hanna hat einfach jemanden gefangen genommen. Ich hole sie hier raus, keine Sorge. Irgendwo... Ich muss das irgendwie aufbekommen. Wartet, ich habe eine Idee. Oh nein, sie ist zu Hause. Ich versuche das aufzubrechen. Okay, jetzt gut stillhalten. Ich muss das irgendwie aufkriegen. So, jetzt gebe ich ihm noch was zu essen, damit er auch nicht verhungert. Sie kommt. Nein. Jetzt, ich muss schon... Ich hab's geschafft. Jetzt ganz leise. Seien Sie leise. Ich muss mich verstecken. Hilfe, bitte. Psst. Seien Sie still. Setzen Sie sich aufs Klo oder so. Machen Sie irgendetwas. Sie ist direkt bei mir, Leute. Oh nein. Bitte nicht. Ich mache mich nur auf Toilette. Sitze, bitte. Sie hat eine Waffe. Seit wann hat Hanna Waffen? Bitte nicht. Ich möchte nicht. Bitte nicht. Bitte. Keine Bewegung. Umdrehen. Bitte nicht, Tote, bitte nicht. Ich habe Kinder. Wir müssen was unternehmen. Nein, jetzt hat sie... Hier ist dein Essen für heute. Teil dir das gut auf. Und wenn du nochmal versuchst auszubrechen, dann überlebst du das nicht. Oh nein, jetzt bin ich auch eingesperrt. Nein, Leute. Nein. Warum? Du hast mir nicht geholfen, warum? Was hätte ich machen sollen? Sie hatte eine Waffe verflucht. Ich dachte schon, sie kommt wieder. Mann, sie hätte sie fast erschossen. Ich werde hier sterben. Nein, das werde ich nicht zulassen. Leute, was machen wir nur? Wir müssen ihm hier raushelfen. Hanna hat einfach einen alten Herrn gefangen genommen. Warte, ich bringe sie hier raus. Wir kriegen das hin, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe es aufbekommen. Kommen Sie raus, alter Herr. Ich bring Sie hier raus. Aber seien Sie leise, ja? Ja. Folgen Sie mir. Wir müssen hier hoch. Oh Mann, Leute. Was ist nur in Hanna gefahren? Okay, ganz langsam. Kommen Sie hier hoch. Ja. Okay. Ich bin frei. Verschwinden Sie von hier. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Beeilen Sie sich jetzt, oder nie? Ich bin frei. Leute. Oh nein, ich muss so schnell... Hey, Lumi, was machst du bei mir zu Hause? Ich hab dich gesucht, Hanna. Ich war der Meinung, dass... Du hast mein Fenster kaputt gemacht! Du Blödkopf! Das ist aus Versehen passiert. Mein rechter Zeh ist ausgerutscht und dann bin ich hier so weggerutscht und das ist... War keine Absicht. Geh da weg! Nein! Weg hier, Lumi! Okay. Hanna, ich bin auch wieder weg. Ich wollte nur Hallo sagen. Wir sehen uns später, ja? Tschüss, Lumi! Mach's gut. Oh. Dino! Was ist passiert? Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Renn einfach! Renn um dein Leben! Dino! Warum? Was ist passiert, Lumi? Lass zu dir nach Hause! Ja! Oh Mann, Dino, ich werde dir alles erzählen. Du wirst nicht glauben. Hanna hatte einfach einen alten Mann gefangen genommen und sie hat eine Waffe. Sie wollte ihn erschießen. Erschießen wollte sie ihn. Was? Warum? Ich weiß es doch auch nicht, Dino. Ich kann das alles nicht mehr. Was sollen wir denn jetzt? Wir müssen die Stadt verlassen. Irgendwas ist in Hanna gefahren, Leute. Sie hat zu viele Geheimnisse. Böse Geheimnisse. Hast du denn den Mann gerettet wenigstens? Ja, ich habe ihn freigelassen. Sie hat mich fast erwischt. Sie hat mich kurzfristig auch eingesperrt. Ich dachte schon, ich bin gleich Hackfleisch. Ich kann nicht mehr. Das ist mir alles ein bisschen zu viel, Lumi, muss ich sagen. Ich glaube, wir werden uns jetzt auf den Weg machen. Wir müssen die Stadt verlassen, Dino. Dino, ich glaube, wir... Mein Handy klingelt. Wer ruft dich jetzt an, Dino? Mann, lehn ab, wir haben keine Du wirst es nicht glauben. Wer ruft dich denn an? Hanna ruft mich an. Sie ist uns auf die Spur gekommen. Oh nein. Ich weiß nicht, was will sie denn von mir jetzt? Geh ran, sonst wird sie uns gleich vernichten. Geh einfach ran, mach schon. Okay. Hallo? Ja,
Ja, sofort, jetzt, also, ja, oh, okay, okay, bis gleich. Wie, bis gleich? Will sie zu uns kommen? Nein, ich soll zu ihr kommen. Sie will sich mit mir treffen. Mit dir? Warum? Was will sie von dir? Sie will dich auch vernichten. Sie will mich auch. Dino, wir haben keine andere Wahl, sonst wird sie uns beide vernichten. Wir machen Plan A und Plan B. Plan A, du gehst zu ihr, hörst dir an, was sie von dir möchte. Und wenn sie versucht, dich zu entführen, ich werde dich beobachten. Ich werde dir helfen, aber du musst zu ihr gehen, Dino. Okay, ich gehe dahin und ich tue es für die Wissenschaft und für dich, weil das ja eigentlich deine Freundin ist und ja, ich tue das für dich. Geht nicht so viel, mach schon, Dino, wir haben nicht viel Zeit. Ich bin auf dem Weg. Oh nein, armer Dino, Leute, er soll zu Hannah gehen. Ich muss sie unbedingt beobachten, nicht, dass Hannah ihn auch entführen möchte. Ich werde mich am besten oben irgendwo verstecken müssen. Ich muss auf den Baum klettern, Leute. Oh nein, nichts wie hin. Schnell, schnell, schnell. Leute, Dino wartet jetzt vor ihrer Tür. Ich muss irgendwie auf den Baum hoch. Wartet, ich werde mich da oben verstecken. Ich habe auch extra mein Seil mitgenommen. Und los geht's. Okay, jetzt nichts wie ab nach oben. Oh, oh Mann, Leute. Ich muss mich jetzt da oben verstecken. Wir müssen sie beobachten. Oh, okay. Ich bin jetzt auf dem Baum, Leute. Okay. Leute, ich glaube, von hier oben habe ich einen guten Ausblick. Oh, sie ist draußen. Sie haben sich getroffen. Jetzt müssen wir unsere Augen offen halten. Warum hat sie eine Blume in der Hand? Sie gibt Dino eine Blume? Aber warum? Mann, der dumme Baum ist im Weg. Ich sehe nichts mehr. Mann, ich sehe nichts. Oh Mann, Leute, was hat sie vor? Mann, oh, sie laufen direkt hier runter. Was zur Hölle machen die beiden? Mann, ich höre nichts. Ich muss irgendwie näher. Wartet, Leute, ich muss auf den Baum darunter. Okay, jetzt alle ganz genau zuhören, Leute. Was geht da vor sich? Dino, du bist eigentlich voll nett. Und ich würde gerne mehr mit dir machen. Ja, also eigentlich, warum hast du mich jetzt hierher bestellt? Weil das heute ein schöner Tag ist und das Wasser so schön ist und ich wollte mit dir unterwegs sein. Okay, also sonst machen wir das ja nicht. Also, ja, danke für die Blume, ne? Gerne! Leute, ich hoffe, sie gefällt dir. Sie hat sich mit ihm getroffen, weil heute ein schöner Tag ist? Das hört sich irgendwie nach einem Date an. Was läuft da vor sich? Dino, möchtest du schwimmen? Wim, ich bin kein guter Schwimmer. Nein, nicht so gerne. Egal, ich kann dir helfen. Komm, Dino! Okay, dann schwimm, dann ein bisschen Spaß, ja. Oh nein, Leute, sie hat ihn ins Wasser gelockt. Sie will ihn bestimmt ertrinken. Oh nein, das müssen wir jetzt ganz genau beobachten, Leute. Oh weia, wehe, Hannah. Oh. Ja, gut, das war gutes Schwimmen. Ja, war super Treffen, Hannah. Müssen wir öfters machen, oder? Ja, das macht voll Spaß. Ich habe mit dir viel mehr Spaß als mit den anderen. Was soll das jetzt heißen? Bis zum nächsten Mal, Dino. Das hat sie nicht getan. Was? Lumi, wo kommst du denn hier? Was zur Hölle geht hier vor sich? Dino, wie konntest du nur? Hannah, wie konntest du nur? Was habt ihr getan? Was soll das? Sie wollte mich küssen. Dino, aber warum lässt du das auch zu? Und Hannah, oh nein, Leute, ich fasse es nicht. Hannah hat einfach... Leute, das ist zu viel. Das geht nicht. Mann, Hannah ist einfach richtig gruselig. Sie macht komplett verrückte Dinge. Jetzt wollte sie auch noch Dino küssen. Lass uns doch rausgehen. Weißt du, ich habe auch einen Teich. Da können wir gemeinsam angeln gehen, weißt du? Herrlich, was kann man denn da angeln so? Ich hab noch nie geangelt. Da gibt's richtig tolle, große Fische. Die können wir alle gemeinsam angeln. Siehst du hier? Ich hab auch eine Angel dabei, warte. Hier, warte. Herrlich, hier ist hast meine? Du... Ja, die ist nur für dich, Jimmy. Oh. Du bist der allerbeste Bruder auf der ganzen Welt. Oh, ich hab mir immer so einen Bruder gewünscht. Du bist richtig nett. Oh Mann, gar kein Problem. Und jetzt lass uns die Angel auswerfen und angeln. Komm schon, wer zuerst den größeren Fisch angelt, hat gewonnen. Hoffentlich ziehe ich was richtig Großes. Ich will so einen Karpfen haben. Die sind richtig süß.
Ich ange jetzt ein Hai, pass auf. Du lügst, das geht gar nicht. Ich werde einen Dinosaurier hangeln. Die sind schon ausgestorben, die gibt's nur bei mir. Das geht ja... Was macht ihr denn da? Hey, hey, Jimmy. Was macht ihr denn da drüben? Hey! Ja, das ist deine zukünftige... das ist deine Tante. Oder Emily? Tante? Ich weiß gar nicht, Leute, was... schreibt's in die Kommentare. Jedenfalls ist das meine Freundin, Jimmy. Das ist Hannah. Dieser Zwerg da. Hey, ich bin kein Zwerg. Ich bin schon 5 Jahre alt. Das ist mein... Ja, Zwerg. Das ist mein kleiner Bruder Jimmy. Und wir angeln gerade. Wer zuerst den größeren Fisch angelt, Hannah, weißt du? Ich kriege... Hey! Aber Fisch! mein Fisch! Warte mal! Oh Mann, Lumi! Oh nein, warum? Jimmy! Nein! Warum ist die so? Hannah, warum hast du das getan? Du hast überall Lava platziert, alles brennt und jetzt hast du seine Fische kaputt gemacht! Ich will nicht Damit mehr angeln! Nein, ich will nicht mehr angeln. Lasst mich einfach in Ruhe, Leute. Wisst ihr was? Lumi, können wir woanders hingehen? Ich will nicht mehr angeln. Keine Heulsoße. Was bist du so gemein zu ihm? Geh jetzt lieber, Hannah. Vielleicht solltest du nicht mehr mit ihm reden. Du hast ihm echt Angst gemacht mit deiner komischen Lava. Und außerdem brennt hier jetzt alles. Oh Mann, nein, helf mir doch. Oh Mann, das gibt's nicht. Mann, Hannah, der Kleine ist jetzt traurig wegen dir, weil du seine Fische verjagt hast. Alles gut, Jimmy. Hannah, ich will das wieder gut machen. Vielleicht magst du mich dann. Hier ist ein Tier. Wie lieb von dir, Jimmy. Mhm. Siehst du, Hannah, er mag dich. Ja. Was soll ich denn mit einem Tier? Ich mag die gar nicht. Nur Lumi mag die. So, und... Was? Aber Nein! Ja, stimmt wieder! Lumi! Der ist kaputt! Wie, der ist kaputt? Zeig ihn mir! Hat sie ihn etwa jetzt kaputt gemacht? Ja, ich hab ihn dir hingelegt! Leute, schaut mal! Hannah hat einfach seinen Diamanten kaputt gemacht! Oh, wie gemein von ihr, Jimmy! Die sind alle hier voll gemein, ey! Hast du noch andere Freunde vielleicht? Du bist wenigstens nett. Oh Mann, Leute, das war echt richtig gemein von Hannah. Ich glaube, ich werde jetzt Jimmy sein Haus ihm zeigen, weil wir müssen ihm irgendwie wieder gute Laune machen. Mann, Jimmy, sei nicht traurig. Mann, ich will niemanden heute mehr sehen. Ich will hier unten bleiben. Lass mich alle einfach in Ruhe. Nein, Jimmy. Ich hab doch eine Überraschung für dich. Komm raus, schnell. Was? Überraschung? Ja, schau mal, jeder hat doch hier sein Haus. Ich werde dir jetzt von jedem das Haus einmal zeigen. Aber weißt du, mit welchem Haus wir anfangen? Ja, mit deinem, ich weiß, das ist richtig cool. Nein, das hast du schon gesehen, schau mal. Wir fangen mit dem Haus an, siehst du das Haus? Hannas Haus? Nein. Nee, das mag ich nicht. Nein. Das ist ja orange. Ja, dieses Haus werde ich dir zuerst zeigen. Und was denkst du, wem gehört dieses Haus? Orange? Ich weiß nicht, vielleicht Leute, die auf einer Baustelle arbeiten. Ja, das ist ein Baustellenhaus. Nein. Jimmy, das ist meine Überraschung. Weißt du noch, ich habe eine Überraschung für dich. Ehrlich? Du ja. Oha. Das ist nämlich dein Haus? Das ist dein Haus, Jimmy. Siehst du? Mit orangen Betten, orangen Teppich, einen Tisch und Stühlen. Oh, wie süß. Oh, du bist wirklich der allerbeste Bruder, den man sich wünschen kann. Und ich kann immer zu dir rüberschauen. Schau mal, ich kann genau immer schauen, dass du in Sicherheit bist. Oh, ja, ich fühle mich hier richtig wohl. Ich wusste, du dir... war da gerade irgendwas? Egal. Das war eine Katze. Ich wusste, dir wird das Haus gefallen. Lass uns als nächstes die anderen Häuser anschauen. Komm schon, Jimmy. Ich muss dir auch noch meine anderen Freunde zeigen. Vielleicht ist Braxy ja zu Hause. Komm, lass uns zu Braxy gehen. Ja.
Hallo, Braxy, bist du zu Hause? Ich muss dir jemanden vorstellen, mach auf. Hallo? Braxy? Kannst du da einfach reingehen? Ja, hier wohnt mein bester Freund Braxy, aber so wie es aussieht, scheint er nicht zu Hause zu sein. Ist nicht schlimm, jedenfalls hier wohnt Braxy. Ich kann dir aber noch einen anderen Freund zeigen. Er ist auch neu eingezogen. Der wohnt da oben in dem roten Haus. Und zwar wohnt da Dino. Es gibt wirklich Dinos? Nein, so heißt er nur. Der ist ganz lieb. Aber er ist wirklich ein Dino. Aber du brauchst keine Angst haben. Ich zeig ihn dir jetzt, okay? Und der ist nicht böse wie die Hanna, oder? Nein, Hanna hat heute bestimmt nur einen schlechten Tag gehabt, Jimmy. Mach dir nichts draus. Ich klinge einmal. Hallo, Dino, bist du zu Hause? Wenn ja, mach bitte die Tür auf. Wer ist da? Dino, ich muss dir jemanden zeigen. Hi. Das wie ist... Wie siehst du denn aus? Wie siehst du denn aus? Du siehst voll cool aus. Ja? Ich wollte schon immer meinen Dino kennenlernen. Er kann doch bestimmt zu dir reinkommen, oder, Dino? Ja. Luffy, komm mal kurz her. Warte kurz draußen, Jimmy. Ja? Okay. Lumi, ich weiß nicht, aber irgendwie machen mir seine Haare Angst. Wie? Nein, jetzt fang du nicht auch noch an. Jimmy, warte kurz. Nein. Dino. Ich weiß nicht, was soll ich denn? Ich hab ihn noch nie gesehen. Mann, Hanna war schon gemein zu ihm. Ihr könnt ihn jetzt nicht alle abstoßen. Er wartet, er will reinkommen. Was ist dein Problem, Dino? Ja, okay, dann lass ihn mal rein. Dann lass ihn rein, ja. Warum sind alle so komisch? Nein, Jimmy, was hast du denn gemacht? Ich wollte wirklich nur einen kleinen Baum pflanzen. Dino. Was machst du mit meinem Haus? Verschwinde. Das war ein Geschenk, hey. Verschwinde sofort von meinem Haus. Oh nein, Dino, das war nicht seine Absicht. Dino, sei doch nicht so gemein zu ihm. Hat mein Haus komplett ruiniert. Ja, das ist nur ein Baum. Komm wieder, wenn du alleine bist, Lumi. Ich möchte nicht spielen. Nein. Oh Mann. Lumi, das war mein Friedensbaum an ihn. Ja, ich weiß, du hast es gut gemeint. Mann, Leute, irgendwie habe ich das Gefühl, dass niemand Lust auf meinen kleinen Bruder hat. Alle sind gemein zu ihm. Mann, Leute, das gibt's doch nicht. Jimmy, was machen wir nur mit dir? Weißt du, wir werden jetzt erstmal zurück zu deinem Haus gehen und dann werden wir da erstmal dir ein paar neue Spielsachen besorgen. Lass uns auf den Weg machen, komm schon. Wir werden Hey, was macht ihr mit meinem Haus? Warte mal. Hanna! Ich bin gar nicht da, das war ich. Hanna, was hast du getan? Mein Haus ist einfach Dreck. Leute, was zur Hölle hat Hanna mit Jimmys Haus gemacht? Sie hat alles voller Erde gemacht, voller Dreck. Oh, Jimmy. Warum sind die Leute so gemein zu mir? Ich war zu allen nett und hab ihr sogar Diamanten gegeben und wollte einen Friedensbaum machen. Oh Mann, Leute, das ist ja langsam richtig schlimm. Ich habe das Gefühl, dass sie Jimmy richtig mobben. Erst machen sie seine Fische kaputt, indem Hanna Lava in das Wasser macht. Dann Dino hat ihn einfach verjagt und jetzt hat sie sein Haus auch noch aus Dreck gemacht. Mann, das ist ja langsam nicht mehr nett. Oh Mann, Jimmy, weißt du, vielleicht haben heute alle einfach einen schlechten Tag. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal zu Odi gehen. Ich glaube, Odi, das ist ein alter kleiner Sack. Der mag dich bestimmt. Der spielt auch gerne mit Spielsachen. Weißt du, er ist auch noch ein kleines Kind geblieben, verstehst du? Ja, ich verstehe, Lumi. Ich vertraue dir. Okay, lass uns zu Odi gehen. Ja, komm, ich glaube, Odi wird bestimmt Zeit für dich haben. Oh Mann. Leute, das kann so nicht weitergehen. Aber ich bin mir sicher, dass Odi bestimmt... er wird sich bestimmt freuen. Warte kurz. Er macht bestimmt gleich die Tür auf, Jimmy. Ja, okay, ich warte hier. Odi, jetzt mach aber langsam mal die Tür auf. Er ist eigentlich immer zu Hause, Jimmy. Warte, wir werden einfach kurz reingehen. Klopf, klopf. Odi, bist du...
Komme wieder, wenn Jimmy weg. Nein, nein! Ich will nein. Das nicht mehr. Nein, alle mögen mich nicht. Alle mobben mich. Nein, Jimmy. Oh nein, das gibt's nicht, Leute. Woher weiß Odi denn überhaupt, dass Jimmy jetzt in der Stadt wohnt? Hä? Woher weiß er das? Das war bestimmt wieder Hannah oder Dino. Sie haben ihn angerufen. Das ist so gemein. Die haben sich alle gegen ihn verbündet. Oh Mann, alle hassen meinen kleinen Bruder. Er hat ihnen doch nichts getan, Leute. Oh Mann, Mann. Leute, wir müssen Jimmy irgendwie wieder aufmuntern. Habt ihr eine coole Idee? Oh, ich muss mir was einfallen lassen. Leute, ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar habe ich gehört, dass Jimmy Muffins liebt. Oh, es wäre richtig cool, wenn ihr alle ein Abo da lasst. Denn pro ein Abo bekomme ich ein Muffin. Und ich glaube, desto mehr Muffins wir haben, desto mehr wird sich Jimmy freuen. Also bitte, ihr müsst jetzt alle abonnieren, Leute. 3, 2, 1, komm schon bitte, wir brauchen Muffins, Leute. Ja, 2 Muffins haben wir schon los. Abonniert. Oh mein Gott, wir kriegen so viele Muffins. Da wird sich Jimmy bestimmt freuen. So viele Muffins, Leute. Oh mein Gott, ist das cool. Oh, das muss ich ihm direkt zeigen. Ich hoffe, damit können wir ihn wieder aufmuntern. Jimmy, Jimmy, komm her, hör auf zu weinen. Ich hab was für dich. Nein, ich will in der Ecke bleiben. Alle mögen mich nicht mehr. Nein, das stimmt nicht, Jimmy. Guck mal, weißt du, ich war eben bei allen und weißt du, was sie mir... Oh Leute, ich muss jetzt lügen. Aber Hauptsache, Jimmy denkt, dass er gemocht wird. Wartet. Und zwar habe ich von den anderen, also von Dino, Braxy, Odi und Hannah, die haben mir was im Briefkasten hinterlassen. Und zwar nein, haben die, nein, nein, noch doch, nicht eine nein, schlechte Nachricht. Nein, keine schlechte Nachricht. Mhm. Die haben dir Muffins gebacken. Ganz was? Viele, siehst du? Ehrlich? Oh, das sind meine Lieblingsmuffins. Ja. Oh, die blauen mag ich richtig gerne. Ich hab Blaubeermuffins. Sogar, oh, ich habe noch richtig viele davon. Siehst du? Richtig, richtig viele. Oh, ich werde davon bestimmt dick wegen dir. Aber ich lass mir die schmecken. Danke. Du bist wirklich richtig, richtig nett, ey. Ja, du brauchst doch nicht Danke sagen. Ein toller großer Bruder, der macht so etwas. Weißt du was, Lumi? Die Muffins schmilzen schon. Ich muss die in den Kühlschrank machen. Ist viel zu heiß heute. Ja, dann pack sie kurz in den Kühlschrank. Aber warte, hast du die Tür aufgelassen? Hast du die nicht zugemacht? Du musst die immer zumachen, Jimmy. Oh, ich dachte, man kann hier den Leuten vertrauen. Du hast recht, ich muss sie immer zumachen. Ja, jetzt pack kurz deine Muffins in den Kühlschrank. Mach schon. Jimmy? Lumi! Aua, mir geht's nicht gut. Was? Hau mich hier raus. Was ist passiert? Jimmy, lebst du noch? Hallo? Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ist hier etwa eine Falle? Sag nicht. Nein, hier wurden Geisterblöcke platziert. Das sind diese unsichtbaren Blöcke, wo man durchlaufen kann. Jemand hat die hier hingemacht. Und da unten sind... Das sind Spikes. Und ein Schild. Was steht da? Liebe Grüße, Hannah? Das kann nicht sein. Hilfe! Hilfe! Jimmy? Au. Au, au! Wo bist du? Ich bin hier unten! Wo kommst du denn her? Was ist passiert? Hat dir jemand eine Falle gestellt? Ja, ich weiß nicht wer. Aber die war richtig gemein. Ich hab gar nichts gesehen. Und alle meine Sachen sind weg. Oh nein! Leute, habt ihr das gesehen? Meine Freundin Hannah hat meinem kleinen Bruder Jimmy einfach eine gemeine Falle gestellt. Oh nein, das kann nicht sein. Warum mobben alle meinen kleinen Bruder? Er hat doch niemandem was getan. Er tut keiner Fliege was zuleide. Er ist so süß. Oh Mann, Jimmy. Ich weiß, du hast es echt schwer. Aber wir werden das noch hinkriegen, weißt du? Lumi, warum schaut Hannah mich da so komisch an? Ich hab Angst vor ihr. Red du mit ihr. Ich will da nichts machen. Ich klär das. Warte hier. Okay.
Leute, das kann nicht sein, dass alle so gemein zu ihm sind. Mach sofort die Tür auf. Was soll das, hä? Warum stellst du meinem kleinen Bruder eine Falle in seinem Haus, hä? Erstens, Lumi, du sollst nicht einfach in mein Haus kommen. Du weißt, ich mag das nicht. Ich könnte mich umziehen. Das macht man nicht. Ja, zweitens, aber du hast dein Haus demoliert. Du hast es einfach aus Erde gemacht und eine Falle gestellt. Weißt du, dass er eigentlich erst 5 ist? Er versteht keinen Spaß. Weißt du, er denkt, dass ihr ihn mobbt. Das ist nicht nett von euch. Aber Lumi, er nimmt mir die ganze Zeit mit dir weg. Das finde ich nicht cool. Hä? Außerdem, ich habe gar keine Falle gebaut. Das war bestimmt jemand anders, der ihn nicht mag. Da war ein Schild, wo drauf stand, liebe Grüße, Hanna. Also hör auf zu lügen. Warum sollte ich ein Schild platzieren, wo mein eigener Name draufsteht? Das ist doch voll dumm. Ich weiß nicht. Du hast doch eben zugegeben, dass ich angeblich zu wenig Zeit mit dir verbringe. Weißt du, dass Jimmy erst seit heute da ist? Mann, ich wollte ihm einen coolen Tag machen und du hast es ruiniert. Weißt du, wir machen erstmal Pause. Ich will von dir nichts mehr hören, Hanna. Dann geh doch. Ja, du wirst schon sehen. Jimmy, hast du Lust mitzukommen? Ich wollte wieder was gut machen bei dir. Warte mal, stopp. So läuft das hier nicht. Jimmy, du wartest. Dino, erstmal packst du die Axt weg. Du könntest Jimmy verletzen. Und zweitens, was willst du von ihm? Du warst vorhin noch gemein zu ihm. Ich habe aus einem guten Grund noch die Axt in der Hand, denn ich habe uns was gebaut. Wie, was hast du uns gebaut? Schieß los. Ja, ich möchte euch das zeigen. Wollt ihr nicht mitkommen direkt? Jimmy, hast du Lust? Ja, aber du musst auf jeden Fall an meiner Seite sein, weil irgendwie vertraue ich niemanden mehr außer dir. Okay, wir schaffen das schon, Leute. Ja, dann zeig uns mal das, was auch immer du gebaut hast. Mach schon. Ja. Da ich gemerkt habe, dass der Baum an meinem Haus sehr gut aussieht durch Jimmy, wollte ich ihm wieder auch was Gutes machen. Deswegen kommt einfach mit. Ja, wo geht's denn hin? Oh Mann, du Dödel, ey. Das ist ganz weit weg. Oh Mann, er hat recht. Dino, wo führst du uns hin? Mitten in den Wald? Was wird das, wenn's fertig ist? Kommt einfach mit, man sieht es von hier oben schon. Was hast du denn da gebaut? Es ist mein eigener Spielplatz, den ich nur alleine gebaut habe für euch. Hä? Jimmy, ein Spielplatz? Siehst du das auch? Das ist richtig cool, das habe ich mir schon immer gewünscht. Können wir zusammen spielen, Dino? Ja, klar, komm, wir gehen hin. Ich war noch nicht fertig mit dem Bauen, weil ich brauchte noch mehr Hilfe, aber mehr habe ich nicht hinbekommen. Hä? Wie supi. Einfach ein Spielplatz nur für Jimmy. Ist das nicht nett von ihm, sag ehrlich? Ich mag dich richtig, Dino. Und ich sag dir ehrlich, ich bin dir gar nicht mehr böse, weil du mich rausgeworfen hast. Jimmy, was willst du denn zuerst machen? Nein. Wisst ihr was, Leute? Ist das ein Klettergerüst? Ja. Richtig cool. Leute, ich kann klettern. Wusstest du, dass ich richtig gut klettern kann, Lumi? Ja, aber mach vorsichtig. Für dich ist das echt noch ziemlich hoch, Jimmy, weißt du? Du musst langsam machen. Ja. Ja, okay. Ich werde mir richtig Mühe geben. Okay, du musst aber aufpassen, dass er nicht runterfällt, Dino, okay? Ja, ich stehe hier und pass auf. Ja, also Dino, pass auf dich auf. Du kannst losklettern, Jimmy. Showtime. Okay, halt dich ja gut fest, ja? Ja, natürlich, ich halte mich richtig gut fest. Ich bin ganz vorsichtig. Au! Warte mal, Dino, was zur Hölle sollte das denn? Hilfe, Lumi, ich glaube, ich kann das nicht mehr. Jimmy, warum sind alle so fies zu dir? Leute, habt ihr das gesehen? Während Jimmy am Klettern war, hat Dino es einfach abgebaut mit seiner Angst und jetzt ist er runtergefallen. Jimmy, geht es dir gut? Nein, mir geht's gar nicht gut. Ich hab ein Haus, was aus Erde besteht und alle Leute mögen mich nicht mehr. Oh nein, Mann, geht es dir denn gut? Da hat was geknackst, nicht, dass du dir was gebrochen hast, Jimmy. Nein, ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Ich kann nicht mehr gehen, Lumi. Was machen wir jetzt? Leute, warum mobben alle meinen kleinen Bruder?
Habt ihr das schon mitbekommen, dass jeder irgendwie was gegen ihn hat? Der eine baut eine Falle, der andere ärgert ihn, Uli platziert ein dummes Schild, dann sein Haus wird kaputt gemacht und wird einfach durch Erde ersetzt. Das sind so viele Kleinigkeiten, das ist langsam echt nicht mehr lustig. Ich glaube, wir müssen uns an meinen Freunden rächen. Habt ihr eine Idee, wie? Wenn ja, dann schreibt's in die Kommentare rein, Leute. Ich habe langsam echt keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Mann, Jimmy, was machen wir jetzt mit dir? Mir geht's so ein bisschen besser. Vielleicht war der doch nur angebrochen oder verstaucht, aber es tut noch weh. Weißt du was, Lumi? Wie wär's, wenn ich mit denen nochmal reden? Letztes Mal. Ich will dir niemand wegnehmen. Ich mag dich doch und andere sollen auch mit dir Spaß haben. Ja, das ist an sich eine sehr gute Idee. Vielleicht solltest du mit Alma alleine reden. Weißt du, als allererstes gehst du am besten zu Hannah und du entschuldigst dich einfach nochmal, auch wenn du nichts falsch gemacht hast, dafür, dass du jetzt hier wohnst, weil es ist ein Mädchen, weißt du, manchmal muss man sich entschuldigen, auch wenn man nichts falsch gemacht hat, verstehst du? Ja, du hast recht, Lumi. Ich gehe sofort zu ihr hin, aber ich muss ein bisschen langsam machen, mein Fuß tut noch weh, ey. Au, au. Mach das auf jeden Fall. Leute, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Nicht, dass Hannah wieder Blödsinn macht. Aber ich hoffe, damit ist alles ein für alle Mal gegessen. Jimmy, geh einfach zu ihr. Du schaffst das schon, okay? Oh, hoffentlich wird Hannah richtig nett sein. Hannah? Oh nein, 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 nein. Jimmy. Oh nein, das kann sie nicht ernst meinen. Sie hat nicht wirklich gerade. Habe ich das richtig gesehen? Oh nein, nein, nein. Das kann nicht wirklich passiert sein. Das hat sie nicht wirklich gemacht. Jimmy, bitte, wo bist du? Jimmy, Hannah, du fieses... Lumi, hey, wie geht's dir? Wir spielen gerade, Mensch, ärgere dich nicht. Wo warst du, Lumi? Wir haben auf dich gewartet. Ja. Warte mal, was, Jimmy? Was ist passiert? Und was hat Hannah mit dir gemacht? Ich muss sagen, dein Bruder ist wirklich cool. Hä? Wie? Danke, Dino. Aber warte mal, sie hat dich doch gerade erschossen. Hä? Was redest du da? Er stand vor deiner Haustür, da habe ich ihn abgeholt und ihn zum Spielen eingeladen, weil du noch geschlafen hast. Ja. Habe ich etwa geträumt? Oh Mann, das war echt ein fürchterlicher Albtraum. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, sie hat ihn erschossen. Oh mein Gott, Gott sei Dank geht es dir gut, Jimmy. Ja, Lumi, vielleicht solltest du dich nochmal schlafen legen. Dir geht's nicht gut, ey. Ja, oh Mann, Leute. Oh Mann, ich glaube, ich habe die ganze Zeit echt einen fürchterlichen Albtraum gehabt. Oh Mann, aber wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und checkt natürlich alle meine Freunde in der Videobeschreibung ab. Boah, die machen auch echt coole Videos. Und bevor ihr geht, müsst ihr hier rechts noch draufdrücken. Das ist noch ein weiteres cooles Video von mir. Das müsst ihr unbedingt abchecken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!